Willkommen Leute, es ist Freitag der 13. und wir spielen Freitag der 13. Make them remember what they did to us, Jason. Das Spiel. Also es ist nicht Freitag der 13., es ist Freitag, aber wir spielen Freitag der 13. das Spiel. So, wir sind Jason Part 2 und ich habe mich dazu entschlossen, mal mit Speer zu spielen. Unsere Stärken sind, kann laufen, wir haben Fallen, 7 an der Zahl, also mehrere Fallen als andere Jasons und Morphen, Regenerationsgeschwindigkeit von Morphen erhöht. So, unsere Schwächen sind Verlagern, da ist die Regenerationsgeschwindigkeit verlangsamt, Verteidigung, ach ja, wir haben oha. Also wir haben weniger Lebenspunkte und die Chance zu blocken ist auch nicht so gut. Oha, oha. So, und Wassergeschwindigkeit sind wir auch nicht so schnell. Kills haben wir ausgewählt mit dem Speer. Niederschlagen, wirf Gegner zu Boden und halte sie dort fest. Mit Speer aufspießen, Jason spießt den Jugendleiter mit seinem Speer auf. So, Rugby-Spieler. Jason benutzt seine Hockeymaske, die wir hier nicht haben, sondern nur einen Müllsack, Kartoffelsack, um den Jugendleiter den Schädel einzuschlagen und Unterkiefer herausreißen. Jason liebt Unterkiefer. Wir spielen auf Higgins Haven klein und es regnet. Wir gehen mal hier hin. Wir wollen erstmal Strom abstellen. Hier ist niemand. So. Hier ist doch jemand. Zu nah dran. Ja, ich hatte echt mal Bock, Jason Part 2 zu spielen mit Speer. Ist die hier versteckt? So, ich muss aber mal fix hier jetzt dahin gucken. Dann nehmen wir hier nochmal ein Messer mit. Da ist jemand drin. Oh, wurde Tommy angefunkt. Wahrscheinlich schon. Das ist nicht so schön. Aber wir rennen mal hier fix zum Auto. Nicht schreien, alles wird gut. Dann müssen wir es hier gleich ein bisschen randalieren. Da rennt die Vanessa. Oh, eins. Oh, das ist ein Pro-Gamer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. What? Das ist eine Falle. Das ist nicht so schön. Der hält mich hier dann wieder zu lange auf. Deswegen gehen wir nochmal hier hin. Nehmen wir das Messer hier nochmal mit und hier ist auch noch jemand drin. Bist du draußen? Oh mein Gott, ey, wie ich einfach ständig daneben greife, ne? Oh
Oh, die Musik ist mal ein bisschen anders. Was? Ich hätte es gedacht, ich hätte mich weiter teleportiert. Stalken. Also irgendwie ist das ganz schön gerade richtig mühselig. Wo ist die denn? Das läuft nicht gut, liebe Freunde. Ich finde es gerade wirklich richtig, richtig mühsam hier. You're late. Zu heulen. Natürlich. Get up, Jason. Find them. Kill them. So. Okay, der hat keinen First Aid, wie es aussieht. So, warum hat der jetzt die Lobby verlassen? War der AFK oder was? Da macht doch schon wieder irgendwo jemand Strom. Wie ich einfach immer daneben greife. They want to take you from me, Jason. Don't let them. Das macht keinen Spaß. Okay, das Auto ist sogar an da hinten. Ja, die kommen jetzt raus. Oh mein Gott! Ja! Jemke, woo! Hunt them down and make them pay. Oh, der hat das Spiel verlassen. Ja, der war sofort am Rage-Quitten. Unglaublich. Diese Leute hier, ne? So, die tanzen. Die war auch am Kacken? Hier hängen ganz schön viele Messer rum. Och, Leute. Also wenn ich irgendwie mit den Counselor spiele, ne, dann sind die sogar alle zu blöd, irgendwie Fallen aufzustellen.
Natürlich hat die ein Messer. Ich es ist unglaublich, wie man einfach mittlerweile immer, oder ich auf jeden Fall, immer daneben greife. Ja, Combat Stance funktioniert auch nicht. Daneben! Ja, das ist zwecklos. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal jemanden gegriffen habe. Holy shit! Is that a 20? Ja, wieder daneben. Natürlich. Oh Gott, der ist 10 Jahre alt. Der steht auch immer nur rum und rennt dann plötzlich los, ne? Schon wieder, Alter, ich glaub's, was haben die denn mit dem Griff hier gemacht? Ich bin einfach nur so blöd, wie es aussieht. Das kann doch nicht sein, dass ich zu blöd bin, die Leute zu greifen. Das macht echt keinen Spaß. Oh, die wollen mich töten. Ja, natürlich. Also um diese Zeit sollte ich wohl nicht nochmal spielen, denn da spielen die ganzen 10-jährigen Profi-Kiddies. Rausgesprungen oder auch nicht. So. Yes. Yes. Kill for mother. Mal sehen, wann wir die Maske verlieren. Hier sind zwei Fallen gelaufen worden. Zweimal gestunt. Einmal auch mit der Flare Gun oder so. Ja, die spielen auch alle wieder zusammen. Also, das ist tatsächlich faszinierend, dass ich mir, wenn ich Survivor bin, Counselor, mit den größten Idioten zusammenspielen muss. Und die Leute hier, die wissen wenigstens, wie man spielt. Oh, Tommy ist auch schon da. Ups, du kannst mich nicht mehr stunnen. Messer.
gift is. Just no matter up. What they do to you, you cannot die. You can never die. Und auch geragequittet. They deserve to die, Jason. Ach, das war das Kitty, oder was? Oh, hallo Tommy. Natürlich trifft er! Jason. Find them. Kill them. Please, no! Help me! Please, anyone! So, jetzt hat er noch ein Messer. Aber ich will ja nicht so ein Maus 1 Killer sein. Hatte ich ja eben erst einmal gemacht. Aber dass sie so schnell tot ist. Oh, sein Messer ist jetzt weg. Wo ist er hin? Hier rein. Was für ein Glück! That's my boy. Hunt them down and make them pay. Ich greif daneben. Kann man denn die Cops auch das Telefon funktioniert, glaube ich. Da ist noch einer versteckt. Also jetzt im Rage geht es, aber vorher, ne? Ey, so chancenlos gewesen mit meinem Skill. So, auf jeden Fall ein paar Kopfnüsse. Ich wollte nur 2 Kills auswählen. Yes. Yes. Kill for mother. Wer ist denn da hinten? Oder ist hier nur irgendwie das Radio an? Clever gemacht. Hier ist das Radio an. Jetzt nicht mehr. Aber irgendwie war das auch nicht anders zu erwarten, dass das eine Kitty Rage quittet. Okay, wie es aussieht, haben nicht alle Ahnung von diesem Game, weil wie es aussieht, verstecken sich 2-3 Leute die meiste Zeit bloß. War das Shooty finden und zerstören, der unterm Bett war, den ich vorhin da drüben auch nicht gekriegt habe. Zwei Minuten nur noch, dann überlebt ja einer. Oder auch nicht. Yes. Yes. Kill for mother. Da wurde die Luft angehalten. Ah, mühselige Arbeit. Ob das jetzt an den Jays lag? Also, aber das Krasse ist halt, wie oft ich einfach daneben greife. Und gefühlt sind die tatsächlich vor mir. Und ich greife einfach daneben.
Oh oh, die Rache wird sein sein. Wird sein sein. Und wir spielen Tiffany. So, Tiffany haben wir die Werte Gelassenheit 3 von 10, Glück 4 von 10, Reparieren 1 von 10, Geschwindigkeit 6 von 10, Ausdauer 9 von 10, Schleichen 10 von 10, Stärke 2 von 10. Schleichen ist unser bester Wert, deswegen möchte ich Tiffany hier auch im Ninja-Style spielen. Wir haben klarer Kopf, Chance, Jasons Aufspürenfertigkeit ganz zu entgehen, haben wir auf Episch. Dann haben wir noch drin Unauffälligkeit, schnellere Bewegung beim Ducken und Chance, Jasons Aufspüren, Fertigkeit zu entgehen. Haben wir auch nochmal 25% Wahrscheinlichkeit, um seinen Aufspüren zu entgehen. Und dann benutzen wir noch Nerven aus Stahl, sogar auf Legendär, dass die Minikarte sichtbar bleibt. Und wir sind auf Pinehurst, wenig Waffen gegen Jason Part 8. Der macht die Türen schnell kaputt. Und auch die Leute schnell kaputt. Wo mal gucken. Ich möchte nicht so negative Vibes ausstrahlen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier lebend rauskommen werden. Dann nehmen wir mal einen Kochtopf mit. Oder den Baseballschläger. Oh, er ist rechts von mir gewesen. Wir gehen aber mal nach oben und gucken mal, was wir hier so Schönes finden. Nix. Da ist noch ein Rohr. Wieder nix. First Aid. Nix. Und nochmal in die Toilette. Nochmal First Aid. Dann gehen wir runter. Ist das gemacht worden? Nein, wir haben noch keine Karte. Wo gehe ich denn mal hin? Eigentlich müsste ich irgendwo hin, wo ich nicht allein bin. So, irgendjemand ist in der Scheune. Oben scheinen drei zu sein. Geh mal hier unten hin. Ganz allein. Ach, und es regnet wieder. Da war eine Rohrzange. Gucken wir in die Schubladen. Oh, Firecracker. Nehmen wir mit. Noch haben wir ja Platz. Walkie-talkie. Und das war's. Haben wir hier keine Falle liegen? Oder habe ich die übersehen? Nee. Dann gehen wir ins nächste. Zwei schon tot! Zombie ist auch schon da. Och, hier wurde gelootet. Da hinten ist noch offen. Ah.
So, jetzt hat er, glaube ich, schon Stalk, ne? War hier in jeder Schublade? Ah, nee, die bleiben ja sowieso offen, ne? Da ist ein Teddybär. Ich finde hier keine Karte. Wir gehen jetzt ins nächste Haus rechts von uns und dann gucken wir mal ganz rechts, ob da Jasons Hütte ist. Entweder ist er hier in Pinehurst unten rechts oder oben links. Hier ist ein Boot. Ah, Tommy wurde hier gerufen. Oh, hier ist eine Karte drin. Oder auch nicht. Unglaublich, ich finde keine Map. Ermordet. Messer oder Maus 1. Und er hat auch keinen Bock mehr gehabt. Nee, alle beide sind raus. Och Mensch, wo habe ich mich jetzt festgelaufen? Oh, da ist jemand beim Boot. Okay, seine Hütte ist oben links, denn hier wird mir schon angezeigt, hier ist ein Camp und hier sehe ich auch das Lagerfeuer. Wir gucken, ob wir hier irgendwas zum Looten finden. Eine Flinte. Ja, nehmen wir mal die Flinte mit. Jo, noch 4 Leute am Leben. Tommy Jarvis auch. Ja, jetzt haben wir keine... Also... Okay, der hat Tank voll gemacht im Boot. Ich muss gucken, dass wir jetzt dann doch mal die anderen finden. Ich glaube nicht, dass ich hier mit meinen Ninja-Style-Perks... Großartig... durchkommen werde. Wir gucken mal hier, ob wir jetzt noch eine Map finden. Hier ist eine Map drin. Nicht. Hier ist noch ein Baseballschläger. Oh, oh, Jason ist da hinten irgendwo. Ich frage mich, ob Jason auch schon so ein bisschen verprügelt wurde. Ich versuche zu Tommy zu kommen. Tommy, where are you? Hello. Tommy the Jarvis! Come on.
Na toll. Er erwürgt sie bloß. Ist er schon in Rage? Nee, ne? Hier werden wir nicht lebend rauskommen. Ach, yes. Laber mich nicht voll, Junge. No. I will show you something. Why won't you fucking die? Help me, please, anyone. Er ist schon wieder verkrüppelt. Wo ist der böse Onkel? Ist eine Falle gelaufen. Naja, haben wir jetzt noch mal ein bisschen beschäftigt, ne? Verlebt ja noch jemand? Komm mal, Bucky. So, Bucky, komm. Nein! Ja. Jetzt ist er, jetzt haben wir verloren. Da geht er. Ich könnte ja gucken, ob ich doch von meinen Ninja Perks profitieren kann. This is really dead buddy. Ich glaube, wenn der mich greift und tötet, dann macht er mir so I kill you, you noob oder so. Oh, oh my god! Pause. But this is not allowed here. Come back here. How many knives do you have? Jetzt rennen die mir hinterher! Ach, Tommy. Please, no. You want some more? You can't stun him anymore. Maus 1 kill. Jason in Panik. Er stickt, er mordet, ja. Jason tötet wieder mit Stil. Oh, I am breaking the window. It's too late. Where are you? Aber wir haben trotzdem noch ein bisschen gut ausgeteilt. Oh, da ist eine Batterie. Ja, die Oh, jetzt hat er die Maske verloren. Tja. Be kind to ten. Come on, come on. Go to the water. Go swim. Oh, wird Tommy geröstet. Go for a swim. Come on. Go. Oder er trinkt. Oh, Jason hat Apfel schnell im Wasser. No. Oh, fuck. Look.
My sweet, sweet Jason. Mommy is proud of you. Now come home. So, wir spielen jetzt Vanessa. Und die gute alte Vanessa Jones mal wieder. Gelassenheit 3 von 10, Glück 6 von 10, Reparieren 2 von 10, Geschwindigkeit 10 von 10, Ausdauer 9 von 10, Schleichen 1 von 10, Stärke 4 von 10. Normalerweise hatte ich sie immer schön gedrillt auf Schnelligkeit und Ausdauer, auch schnell durch die Fenster zu schlüpfen. Aber da wir viele Maus 1 Killer haben, habe ich jetzt Hypochonda mit. Dick heute ich leider nur auf selten, kriege ich leider immer noch nicht auf episch oder legendär. Und Sanitäter. Alter, wie frech. Und sind auf Crystal Lake klein mit Roy als Killer. Ein Walkie-Talkie haben wir gefunden. Aber wir sind doch in der Mitte gespawnt. Und der Wahnsinnige ist auch schon da. Please go away. I have a gas. Sind alle da hinten irgendwo? Wo schreit der denn so? Batterie. Help me, please. Where are you? Они мытям, помоги, а! Моя большая проблема. В виде шкафа за мной бежит. Проблема? За такая в виде шкафа бежит. Hier war auch jemand. Ты попала! Попал! Oh, wenigstens ein Messer, das wäre so wundervoll. Макнор! Я с Бензом! Hey! Thanks, man. Где оружие? А! Na, sind wir gewesen schon zu dritt. Goodbye, guys. No, goodbye. Don't go. Да в смысле? Такая крыса. Oh, hier ist a phone house.
umworfen. Umworfen? Umwerfen. Mesut, alte Säge. Oh, danke Mesut, dass du hier nicht reingeguckt hast. Das freut mich. Guys, let's fix the car. Yeah. Tommy wurde noch nicht angefunkt. Wir müssen Tommy anfunken. Bloß, wo ist hier das Haus mit dem Funkgerät? Scheiße, so lange warten wir. Da. Anyone out so. There? You have to come to Camp Crystal Lake. Bring a gun. Oh God, he's killing us. Jason's alive. Ja, er lebt. Das Auto. Wait for me. Wait for me. Was? Я вернулся. I will be back. Na toll. Where is Jason? I don't know. Let's kill Jason. Let's kill Jason? Go kill Jason, guys. Do you know how to kill Jason? Guys. He's here, Jason's here. Okay. What the fuck? I found his cabin! I have a car. I need your help. Ich sehe ihn nicht, ach da. Tommy, where are you? I'm here, go. Chad, follow me. Help, help. Wait me. Ich hab vergessen, den Pullover mitzunehmen. I forgot to take his sweater. Please, please. Dann brauch ich Don't. I'm Roy. You want some more? Please, no. Guys. Salden? Kerem yardım et, Kerem. Oh, er spammt die Taste. Abi, saldın ben, ben Jason'ım. Das Mädchen? Sen Jason mısın? Evet, ben saldım seni. Sağ ol kanki. Guys! Hello, guys! Adam burada bak, go, go, go! Go! Go, car! Go, go, go! Besson! Ah, Besson! Guys, we can kill him! Benim kanki bak şurada önümde. Reis arabayı binmiş. Sit. Gelin buraya gidelim. Go, go. Lan Kerem girin lan. Ya, guys, we can kill him. Yes. I need a machete. Oh. You have machete? You can take my axe. Ah, okay, go kill him. Go kill him.
Break your mask. I need a new weapon. Kerem, ben arabadayım kay. Dokun arabadan. Vur! Çocuğu tutun! Kay. Like that asshole! Ya! Anamızı sikirmek değil. Tek ben kaçacağım. Shit, don't go! Oh, oh, oh! Uh-huh. I'm Jarvis. Lan yeter! Oh no, he's in rage. No! Help me! Oh, oh, oh. Take a... Tommy, do you have a machete or axe? Machete, I have machete. Jason... Stun him, stun him, stun him! Pussy, no! What the fuck? I will die! You want some more? Ja, es ist tatsächlich sinnvoll, zu dritt zu sein. Guys, run! Guys, run! Guys, run, fast! What the fuck, guys? Oh, ihr steigt hinten ein! Doch so Mäuse melken. Hä? Ja, ne? Komische Runde. Aber wie gesagt, Jason, also... Ja, weil der andere auf einmal zum Auto... Oder der war halt nicht da, der war beim Auto. Der hätte Jason dann stunnen müssen. Zum Mäusemelken ist das. Vielleicht haben die das extra so gemacht, weil zu Anfang war es ja wirklich so, wenn ich den Pullover benutzt habe, dann konnte ich mich 2 Sekunden nicht bewegen oder sowas. Dann konnte ich mich wieder bewegen, konnte Jason stunnen. Aber mittlerweile kann ich mich so lange nicht bewegen, wie die Mutter am Reden ist oder sowas. Und deswegen wäre es besser, weil Tommy ja eine Axt oder Machete hat, ist, die haben nicht so gut Stunwert, ist es besser, wenn dann noch eine dritte Person ist, mit zum Beispiel einem Baseballschläger. Dann sinkt Jason auf jeden Fall zu Boden. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Einmal entkommen, einmal tot, einmal Jason. Bis zum nächsten Mal. Ciao.